Willkommen zurück bei Outlast 2. Hallo. Ja, letztes Mal hatten wir wieder eine Begegnung mit der Steinhacken Lady. Das auch zu. Aber das sind jetzt Tiere. Oder? Nee. Oder das doch. Ist ein klarer Fall von Karies. Kommt der Zahnarzt in dir heraus. Da müssen wir was tun. Boah, hier schön Maden und Fliegen. Ne, Fliegen sind das. Ich dachte, es wären Maden. Oh, willkommen. Also das Auge sieht jetzt auch nicht mehr ganz gesund aus. Da würde ich dringendst einen Augenarzt empfehlen. Am besten der Augenarzt Heidroll. Genau. Okay. Was? Ich wollte das gar nicht. Ich wollte da nur schauen. Vielleicht kommen wir jetzt in diesen Tunnel. Jetzt sind wir wieder in der Schule, 100 Pro. In so einem Lüftungsschacht in der Schule. Meinst du nicht, das ist dieser Tunnel, von dem sie geredet haben? Das ist kein Tunnel, das ist ein Lüftungsschacht. Ein Lüftungsschacht kannst du nicht graben. Mein Gott, da redet jemand. Ja, und ich glaube, hinter uns wird auch gerade irgendwas gemacht. Das ist die Schule, hundertprozentig. Sag ich doch. Siehst du? Oh mein Gott. Hallo. Ich bin pünktlich zum Unterricht, ja? Was guckst du jetzt die Karte an? Weiß nicht. Ich will mich beruhigen. Lass mich. Schau hier. Also guck, da ist... Finde Deutschland. Deutschland. Uiuiui, es fängt schon wieder an. So, da ist... Kasachstan. Wieso zeigst du uns jetzt Kasachstan? Weil das hellgrün ist, genauso die Farbe von Deutschland. Das hat was zu bedeuten, hundertprozentig. Steht da was drauf? Nee. Ich habe auch noch so ein Buch da. Ja, stimmt. Batterie. Ui. Yay. Verband? Wo, wir brauchen was? Verband. Och. Liegt hier nirgends ein Verband? Nö. In der Schule muss aber doch bestimmt so einen Erste-Hilfe-Kasten geben, oder? Den wir leer räumen können. Kinder, die sich einen Finger schneiden, den braucht man doch nicht helfen. Hallo? Was will die Tür von mir? Öffne dich. Scheint nicht zu gehen. Doch, jetzt. Ah, jetzt. So. Jetzt sind wir wieder im Gang. Schau mal in die andere Tür rein. Geh zu. Gott, ey. Die da? Die kannst du wahrscheinlich gar nicht öffnen. Nee. Nee. Okay, dann weiter. Oh Gott, ey, dieser Gang. Was liegt da? Ein Kopf. Nee, das ist eine Spiegelung. Haben wir hier rein? Nee, die kannst du nicht öffnen. Die Tür vielleicht? Nee, zu. Okay, dann weiter. Was liegt hier? Briefe? Können wir die nehmen? Nee. Ah, nee. Oh, nein, ich wollte mich doch gar nicht verstecken. Ah! Oh mein Gott! Boah, Mann, da ist ein Verband, oder? Nee, Batterie. Und jetzt da rechts nochmal rein? Mein Herz. Vor allem diese Geräusche. Ich hab Angst. Oh, ich will nicht weiter. Da ist ein Stuhl vor dir. Ja, genau. Ich will gar nicht weiter. Kommen wir da überhaupt rein? Feuerlöscher? Nee. Muss irgendwo anders. Verstecken. Haben wir was verpasst? Eine Tür oder so?
Soll ich mal nachladen? Nee, warte noch, lauf einfach weiter. Ach, schau mal da in den Spind, der aufgegangen ist, rein. Da ist ein Brief, oder? Können wir den Da nehmen? ist nicht, nee, da ist aber was, da blinkt was. Aufheben. Eine Spieluhr. Schau mal nach oben. Und jetzt? Schau mal weiter. Da ist ein Einhorn. Nichts mehr. Dann geh mal weg. Hat sich jetzt irgendwie was geöffnet oder so? Lauf mal da weiter. Nee, andere Richtung. Hat sich die Tür jetzt geöffnet irgendwie? Die Warum ganz auch immer? vorne oder was? Ja. Nee. Aber Nö. irgendwas muss ich doch jetzt getan haben. Die vielleicht? Hier, Blockiert. nee, dann lauf noch mal zurück und jetzt kannst du mal, genau. Wieso fängt denn das schon wieder alles so an zu Ja, da flackern? ist der Typ wahrscheinlich wieder irgendwo. Die vielleicht? Auch blockiert. Die können wir sowieso nicht öffnen. Hörst du das? Das ist meine Festplatte, Oh wieder Gott. mal. Vielleicht müssen wir da wieder zurück. Vielleicht die andere Seite jetzt. Nachtsicht aus. Können wir den Schrank öffnen? Ne. Auch blockiert. Blockiert. Strange. Liegt hier noch irgendwas? Geh noch mal raus und dann. Rechts oder so weiter. Rechts. Oder andere Seite da. Ja. Auch Blockier. blockiert. Was sollen wir tun? In dem Mülleimer? Versuchen wir vielleicht doch hier? Nee. Haben wir in dem Spind doch was? Wo reden die? Hier ist jetzt auf. Aber wieso vorher nicht? Ich Und es weiß schneit nicht. mal wieder. Oh ja, voll cool. Ich mag Schnee. Da. Was haben wir da raus? Wir müssen da raus. Da ist sie auch entlang gelaufen. Aber schau mal links. War da nicht noch ein Verband? Ich meine, ich habe was blinken gesehen. Okay, nee, das war die Tasse und dann irgendeine komische Da Spiegelung. ist wieder dieser Fernseher. Können wir an Der dem irgendwas machen? Fernseher. Nicht, oder? Schau mal nach hinten, war da nichts mehr? Da muss man in beide Richtungen schauen. Okay, Natürlich. nee. Gott, ey, Da meine Augen. rechts. Ah, okay, da, warte, nimm was auf. Warum? Wenn es so flackert. Ja, mach halt mal die Nachtsicht aus, dann wird's auch nicht mehr so flackern. Oh! Ja, siehst du? Und wir nehmen den Scheiß mit einer Nachtsichtkamera auf. Können wir das nochmal aufnehmen? Nee, aber jetzt guck dir mal das Video an. Das ist eh wieder gestört. Ja. Ja, gut. In der Schule können wir also anscheinend nichts aufnehmen. Da rechts war doch noch eine Tür, oder nicht? Okay, nee. Können wir nicht öffnen. Oh mein Gott. Jetzt weißt du, warum die Schule schlimm ist. Ja, aber ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so krass, wie wenn ein irgendwelche Die nehmen. Hinterwäldler durch ein Feld, Maisfeld jagen. Glaubst du nicht, wenn wir jetzt da durchlaufen, dass die uns Doch, auch? bestimmt, aber ich glaube, wir müssen das und dann werden wir wahrscheinlich wieder auf die andere Map kommen. Soll ich rennen? Wir wurden ja im Brunnen auch von denen erwischt. Lauf einfach mal durch.
Okay. Passiert nichts. Die können wir nicht öffnen. Da rennt's in die Tür rein. Oh! Oh Gott. Wow! Wow. Mein Herz! Okay, das passiert jetzt alles automatisch. Ja, und wir sind jetzt wieder in der anderen Map drin. Oh mein Gott! Und erschreck mich nicht so durch dein Geschrei. Okay, wir müssen... Oh Gott. Ist da eine Tür? Da ist eine Tür. Wohin müssen wir denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott! Ach nö, das... Oh, ich hab das sowas schon bei Outlast 1 gehasst. Da muss man immer ganz schnell einen Weg finden. Ach komm, jetzt sind hier auch noch Türen blockiert. Was? Guten Tag. Guten Tag, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Weiter kenne ich den Text nicht. Verfolgt er uns immer noch? Ich weiß nicht. Oh Gott. Er kommt von der anderen Seite. Ja, aber er ist draußen. Die Typen kriechen nicht, oder? Wer weiß, vielleicht lernen sie. Ja. Nee, die stechen von oben zu. Glaube ich. What the fuck? Wollen die uns verarschen? Haben wir noch einen Verband? Nein, haben Verbände wir nicht. Haben wir nicht mehr, nee. Scheiße. In der Schule war ja auch keiner. Hallo. Da kommt er. Ah! Hallo. Scheiße. Weißt du was? Hey, ich dachte, du kannst nicht kämpfen. Ja, abwehren war das irgendwie. Was? Ich hab doch vorhin die Scheiße nachgeladen. Gott, hallo. Wie viele sind hier? Viele. Mann, lad doch nach, du Sack. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Müssen wir dahin? Ist da irgendwo ein Loch zum Durchkrabbeln? Guten Tag. Wir gehen wieder in andere Richtung. Nee, irgendwie nicht. Er kann nicht mehr rennen, scheiße. Oh, lecker. Das war's. Oh mein Gott. Hallo. So delicious. Ich verstehe nicht, wo wir lang müssen. Also hier ist der Weg ja noch eigentlich eindeutig. Oh, Verband. Was? Oh, scheiße, wir müssen ja da lang, oder? Ja. Also hier ist er ja mehr oder weniger eindeutig. Jetzt stechen sie gleich wieder von oben zu, ich oder? Ich glaube ja. Also ich glaube nicht, dass das von hinten kam. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Oh mein Gott. Diese offenen Areale in dem Spiel sind einfach nur nervig. Das hätten sie lieber linear gemacht. Das wäre auch gruseliger, finde ich. Weil wenn man irgendwas immer und immer wieder wiederholen muss, weil man den Weg nicht findet, das ist hier komplett unübersichtlich. Da oben waren wir schon. Ja, das ist zu. Das ist eine Batterie. Guten Tag, ihr Menschen. Und wie läuft die Getreideernte und so hier? Alles frisch bei euch? Geht weg. Geht weg. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Können wir da durch? Lass mich da durch. Och, leck mich am Sack. Da ist wieder der Aufzug, der ist aber zu. Hä? Irgendwo muss doch da... Aber meistens vorher, wenn wir den Weg nicht gefunden haben, war irgendwo ein kleines Loch zum Durchkrabbeln. Ja, schon, aber das kann ich mir hier echt nicht vorstellen. Hallo. Sie kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, hallo. Wie geht's euch so? Alles frisch bei euch?
Das ist bestimmt gleich wieder seine Ausdauer am Arsch. Nee, nee, ich lauf mal. Hier waren wir ja auch schon. Guten Tag. Kommen wir hier rein? Blockiert. Und wow. Du blutest. Du musst einen Verband finden, sonst verbluten wir oder was. Okay, wir haben keinen Verband mehr. Super. Toll. Gute Aussichten. Hä, hey, hier gibt's kein... Oh mein Gott. Da kommen wir nicht rein. Wir sind doch jetzt schon alles abgelaufen. Hallo. Jetzt schlagen sie gleich wieder zu. Ja schon, wir verbluten sowieso. Wir haben gar keine Chance mehr, aber... Da. Wie, das ist auf. Gibt's hier einen Verband? Ui, wir haben uns, glaube ich, noch gerettet. Hallo. Ja gut. Wir brauchen einen Verband. Ja, eigentlich schon. Komm, lass hier einen liegen, bitte. Die schlagen die Tür ein. Ja. Mein Gott, im Himmel. Aber wie? Hä? Fenster? Kommen wir da raus? Nee. Wir hätten uns unterm Bett verstecken sollen, glaube ich. Vor allem, wenn die Kamera so piepst von wegen Batterie fast leer, warum hören die das nicht? Hallo? Oh, schöne Stiefel. Die sehen aus nach Louis Vuitton, möglicherweise. Jetzt wird's aber dann beleidigend. Könnte auch Nike sein oder Adidas oder so. Sehen auf jeden Fall sportlich aus. Oh mein Gott. Okay. Leute, wo liegt ein Verband? Wir brauchen einen Verband. Er ist auf jeden Fall wieder abgehauen. Warum konnten die nicht unterm Bett einen Verband platzieren? Dass du dich während im Versteck heilen kannst? Aber ich glaube, dieses du blutest bedeutet nicht, dass man verblutet, sondern einfach nur, dass man verletzt ist. Der kommt ja wieder. Hat er nicht zum Fenster reingeleuchtet? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wir schauen dann in der nächsten Folge, wo es weitergeht. Nee, der läuft ja immer noch rum. Und dann gucken wir, ob wir das hier alles überleben, wo wir hin müssen. Gerade bin ich echt überfordert mit der Wegfindung, also allgemein. Und dann gucken wir weiter. Bis dann. Ja, genau. Bis morgen. Tschüss. Ciao.